Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Assassin's Creed Syndicate. Und ja, meine Freunde, wir sind hier alleine in einem dunklen Kämmerchen mit einem Greenscreen und uns geht's gut. Jein. Naja, wir haben hier auf jeden Fall in Assassin's Creed Syndicate ein paar Sachen wieder aufgedeckt, haben gerade in der letzten Episode eine Synchronisation gestartet und müssen hier, oder, ach, an der Wand, nehme ich mal an, hier. Genau, wieder eine Illustration aufspüren. Als nächstes machen wir hier natürlich den Bezirk mit... Nein, das war die falsche Taste. Nein, nochmals falsche. So rum. Der Bezirk, der... Ach, City of London machen wir dann auch noch. Hier offenbaren wir 1, 2, 3, 4 und hier hinten 1, 2, 3. Ich denke mal, hier sind noch 2. Also es würden schon ein paar noch sein. Wieso kommen wir hier nicht hoch? Komische Welt. Und ich weiß gerade nicht, was sie da alles machen müssen. Meine Templer, ja. Jemanden töten. Wer hätte gedacht, dass diese Geheimzutat uns so viel Freude bringen würde? Und ins Grab werfen. Das schaffen wir nochmals. Oh. Machen wir mal kurz. Bevor wir da unten steigen. Das vergessen wir bestimmt mal wieder. Ich kenne mich doch. Das ist auf jeden Fall was wert. Er hat hier nichts zu suchen. Ach, ist nicht so schlimm, oder? Oh, verdammt. Ein nahes Grab. Was ist denn mit dem nahen Grab gemeint? Nur mal so testweise gefragt. Mehr hast du nicht. Doch, habe ich schon. Aber ich denke mal, für dich gehe ich eine Auszeit. Hey, meine Dame. Meine Augen, wieso? Ich brauche die doch, dich töten. Oder eher du mich, aber das ist eine andere Frage, weil du bist ja Level 7, du Arsch. Das hat Konsequenzen, dass du Level 7 bist. Und ich werde dich noch mit mehr Trachtbrügel einfach mal umbringen. Ach, dass sie ihn da reinwerfen. Okay, alles klar. Also die Leiche, nicht das da, sondern die Leiche. Zu sehen ist er hier oben nicht. Noch schön. Oder muss ich da einfach reinwerfen? Also so vorne ranstehen und dann... Nee, hat nicht geklappt. Na dann, nochmals, komm schon, du Arsch. Ich möchte die doch irgendwie ablegen. So. Können wir es auch zubuddeln, das Grab? Nur mal so gefragt. Geht offenbar nicht. Ist Assassin's Creed, ist nicht alles, was man so hat. Ja, und von da oben kommen wir wieder. Da haben wir was erreicht. Mal wieder ein Bezirk. Den nächsten im Bunde und das knapp in 4 Minuten. Ist eine Hausnummer. Also der nächste hier. Gibt das jetzt auch wieder einen Fähigkeitspunkt? Ich weiß gar nicht. Manchmal gibt es Fähigkeitspunkte, manchmal nicht. Ich bin verwirrt. Das nehmen wir jetzt. Ausdauer, Kampfausdauer, sehr schön. Level 7. Oh. Als nächstes das. Hinrichtung wird angsteinflößend sein. Das machen wir nicht jedes Mal. Das wird dann
Herrn sowieso machen. Unsichtbar ist auch sehr geil. Boss können wir auch machen. Das auch. Also wir sind langsam... 9000. Weil wie war das jetzt nochmals mit Gang-Upgrades? 9600. Okay, alles klar. So, haben wir markiert. Genau, das nächste haben wir markiert. Und wohin müssen wir denn? Dahin. Ja, 170 ist nicht so weit. Aber auf jeden Fall ein Stückchen, denn wir sind da wieder mal auf den Dächern unterwegs. Und da wird es vielleicht den einen oder anderen Schluchten geben, die wir runterfallen können. Und das ist vielleicht ein kleines, klitzekleines Problemchen. Denn wenn man da mal runterfliegt, dann auf jeden Fall mit Freiheit zum Abendrot. Was auch immer das heißt. Wir sind hier wahrscheinlich auf einem Hotel, dessen Namen man merken sollte. Dann ist es riesengroß geschrieben. Kopfgeld, ja. Ja, töten. Lebend. Ich glaube, die Sachen hasse ich hier immer wieder. Was ist das für jemand? Harvey Hooch. Der Abschluss dieser Herausforderung gibt zusätzlich Geld und EP. Ach nö. Nein! Das ist leider Gottes unser Skill. Och, aus dem Gebiet fliehen. Aber zuerst die Truhe. Das muss sein. Ich wollte ihn Leben zurückbringen, aber irgendwie klappte das nicht. Na tolle Wurst, meine Dame. Ich sehe mal zwar nichts, aber du bist tot. Darf ich sicher nicht rausgehen? Ach, wir sind gesichert. Ah, wir haben leider Gottes nicht so viel Glück gehabt diesmal. Komm rein da, du Arschknickse. Du bist leider tot. Tut mir wirklich leid. Ich wollte eigentlich das alles machen, dass er lebend zurückkommt, aber wir haben ja gesehen, dass wir auf zweimal. Dass wir einfach zwei miteinander killen können. Und das ist jetzt uns zu Verhängnis geworden. Ein Vorteil, den wir normalerweise nutzen, ist jetzt ein Nachteil. Leider. Oh. Wenn die Leute tot sind, ist es viel angenehmer. Still, meine Dame. Ja, wir kommen. Hier rein. Schafft das unser Pferdchen? Was bringt ihr mir, wenn er tot ist? Jemand. Keine Ahnung. Liebe? Verderben? Schönheit? Eventuell kann er sein, man weiß nie. Feel Lane? Gangquartier. Da gibt's ja. Wie denn? Ey! Was stirbt? Du sterben! Danke sehr, Pferde! Wir kehren nicht um. Nein, wir nehmen jetzt die Abzweigung. Komm mal, raus.
Ah, so war es in England. Links, rechts zu fahren ist wie hier in Europa. Scheiß die Wandern. Wir haben ja aber auch Probleme heute. Hey, Dame! Na gut, dann mach mal hier hin. Ach, komm, Kinders! Wie viele sind hier hinter uns? Vier waren das gerade oder drei? Ah, macht nichts hier. Komm mal ran. Der kommt jemand zu Fuß oder was? Wir haben ja wieder Gesellschaft. Das ist sehr schön. Hey! Wer will hier Alarm schlagen? Der Typ der Tod ist. Belohnungen. 2000. Mehr Kohle einnehmen. Wir nehmen Kohle, jetzt wir gucken. Ist voll strange. Aber ja. Hey, da gibt's noch Personen. So, wenn wir mal. Nein, wenn wir mal hier mal kurz an hier sein dürfen, der Zug ist da. Wenn man nicht schneller. Ja, machen doch eine schnelle Reise. Komm, Kinder, wir sind bequem geworden. Sehr bequem. Wir machen eine schnelle Reise, damit wir nicht so viel Zeit. Also. Ja, Zeit verbringen ja auch im Animus, beziehungsweise Animus ist halt hier in den Ladebildschirm. Verbringen wir auch Zeit, aber ich, naja, die Bequemlichkeit der Menschen macht es halt so und so und so und tralala. Man kennt es nicht anders. Auch draußen bei minus 10 Grad oder so. Man will, muss man wirklich sagen. Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. Wow. Du siehst hinreißend aus, Evie. Ist ja jetzt nicht so viel. Sequenz 4, da steckt man mittendrin. Hä? Yay, wie ging das jetzt wieder? Müssen wir eine schnelle Reise machen oder was? Irgendwo hin. Geht's überhaupt? Und den gleichen Ort eine schnelle Reise. Wow, das, weil wir sind da jetzt irgendwie geglitscht. Wow, super ey, wir sind toll. Wir wollten raus, aber mussten da leider Gottes irgendwie. Wie haben wir das geschafft? Wie hab ich das auf jeden Fall geschafft? Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. Der Glanz dieses Schlagdings bringt deine Augen so richtig zur Geltung. Der Brief ist mir sozusagen Mutz, Kutz, Kack, egal. Wir haben hier noch ein paar Leute, die uns oder die eine Tracht Prügel verdient haben. Und den werden wir es auch geben. Soweit ich Evi Fry heiße. Heiße ich leider nicht, aber daher bin ich auch nicht so. Ganz acht im Nehmen. Oh. Wie viel hier? Knapp. Ja, wir sind ja hier am Aufräumen. Wir haben hier knapp 38%. Wir schaffen es aber auch gerade hier vielleicht auf 50 und dann auf 60 und dann vielleicht auf 100 und müssen heute noch eventuell eine Dame ausrauben oder so oder eben tot sehen. Man weiß ja nie, was so passiert. Ganze Gegend. Kinder, wieder eine Kinderbefreiung. Oh. Hey Freunde, komm mal her. Wo
dann hoch, die ganze Geisel. Heilige Kanüle. Also, der Herr sitzt wahrscheinlich oben. Und da gibt es auch noch jemand. Excuse. Das Dümmste, was man machen kann. Bei einem Alarmglocke. Aber noch mehr? Noch eine hier unten. Okay, alles klar. Aber ich frage mich hier gerade, haben wir noch Leute auf der Etage? Nö. Das heißt, wir können ja wild da rumhantieren und es wird nichts passieren. Aber ich frage mich, ob wir da runterkommen. Nur mal so testweise gefragt. Wo sieht man mich denn? Darf man mich überhaupt sehen? Ruhig jetzt. Keine Sorge. Vielen Dank, Miss. Ist da oben, Leute? Kinder? Nein. Na gut, meine Freunde, ich denke, wir starten hier mal kurz mittendrin und sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode, denn es gibt doch noch Leute hier drin, die sind doch nochmal gefährlich. Und ich weiß, es ist ein bisschen doof, hier mittendrin zu enden, aber dann wird die Folge wieder überlang und ich habe dann 3 GB zum Hochladen einer Folge und das dauert doch schon mal ein bisschen bei meiner kleinen 50.000er Leitung. Wir sehen uns, bis dann.